ein Thema, auch in 3 Folgen abgearbeitet. Ja, die Siegestraße ist nicht ohne. Definitiv nicht. Sind viele, viele Trainer natürlich da, klar. Auch starke Trainer, das muss man auch mal lassen, aber das ist auch gut so. Weil ich denke, dass wir für die Pokémon-Liga noch Training brauchen. So, letzte Barriere geht auch runter. So, die Wand ist verschwunden, der Weg ist frei. So, dann holen wir uns den Trainer hier noch. Wenn du es an mir vorbei schaffst, gelangst du zu den Top 4. So, auf geht's. Okay, ein weiteres Pokémon, was uns, glaube ich, noch nicht begegnet ist. Das gute Schlor. Ich hoffe, dass wir es tatsächlich so voll bekommen, dass es dann zählt. Nicht, dass wir alle fangen müssen. Weil dann muss ich offscreen tatsächlich fangen. Weil wird verfehlt. Und tschüss, mein Freund. So, Onyx sollte ein relativ leichtes Opfer sein. Ja. Na, Koko war echt nicht das Schnellste, muss ich sagen. Da haben wir auch sehr lange gebraucht, bis wir das hatten. Das hatten wir, glaube ich, erst noch im 7. Orden. Deswegen hat das ein bisschen gedauert. Aber das letzte Pokémon, das er noch in der Liste hat, ist ein Turtok. Turtok weiß ich gar nicht, ob wir das auch schon gesehen haben. Turtok dürfte... Ne, Turtok ist tatsächlich nicht schneller als Kokorai, okay. Ich habe jetzt was gerechnet. Hydro-Pumpe. Das wäre jetzt geiler gewesen, wenn ich das den Kanonen noch geschossen hätte, aber das geht jetzt nicht. Damit haben wir es. Ich glaube, damit haben wir die Siegestraße auch abgearbeitet. Ja. Und das würde perfekt sogar in die Aufnahmezeit passen, weil ich denke, das war zwar heute eine etwas kürzere Folge haben, aber ich gucke mal gerade, was der Pokédex sagt. Aber das soll uns nicht schmälern. So, 136. Also haben wir 2 weitere Pokémon. Uns fehlen nur noch 14. Was haben wir denn neu jetzt gesehen? Nur so nebenbei. Yugon, Gengar fehlen uns noch Austausch. Die kriegen wir auf jeden Fall in den Top 4. Lizaros habe ich schon gefangen. Brauchen wir nicht. Ich glaube, es war Rosana. Ich glaube, es war Rosana, was es noch gefehlt hat. Weil ich glaube, das haben wir noch nicht gesehen gehabt. Rosana auf jeden Fall. Wir hatten 134, ne? Ja, dann haben wir das jetzt. Haben wir, genau, und Schlurp. Dann war das Rosana und Schlupp, die uns jetzt tatsächlich als neue Pokémon mit dazugekommen sind. Cool. Gut, Rosana hätten wir tatsächlich schon in der nächsten Folge gesehen. Und da taucht tatsächlich da oben noch ein ziemlich starker Astrainer auf. Also 14 Pokémon fehlen uns noch, um den Pokédex zu vervollständigen. Boah, deine Pokémon sind ja absolut überniedlich. Ich bin der Trainercoach, deswegen müssen wir unbedingt kämpfen. Na, wie wär's? Okay. Ah, Mann, ich bin so aufgeregt. Das wird ein richtiges Spektakel. Trainercoach Elliot. Fängt zumindest mal mit einem Rasaf an. Also ein Pokémon tatsächlich, das uns ein bisschen entgegenkommt, wenn es nicht gerade Kehrtwende beherrscht. Das ist nämlich meine Vermutung. Also gehen wir drauf zuerst. Und es bleibt bei Wutanfall. Das heißt, wir kriegen wahrscheinlich einen TM Wutanfall. So. Gut, dann haben wir Rasa schon mal down. Dann kann es auf jeden Fall nicht mit einer scheiß Kettwelle kommen. Dann hätte man nämlich die Blitzschwäche. Ah, Akani. Akani wird wahrscheinlich den gleichen Mist in Grün erzählen. Ja, dann gehen wir drauf. Mit New King. Video King wird wahrscheinlich, wenn es möglich ist, Siegfried kriegen. Mit seinem Ice-Sieg. Ice-Sieg ist natürlich Drachen-Pokémon, also trinkt doch hier. So, auf jeden Fall erstmal Erdbeben. Oh, ist das Flammenblitz ein?
Und das, Herr, das Akani wird auf jeden Fall sehr schwer angeschlagen. Und überlebt den Erdbeben nicht. Nächste Pokémon, Garados. Mein Freund, das ist Raichu, das ist deine Aufgabe. So, dann das Garados, das dürfte